So, müssen wir mal gucken. Wie wir das am schlausten machen. Ich werde tun, was ich tun muss. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich den am besten krieg. Yo! Das war cool! Dass das geklappt hat. Freut mich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da am besten den Alarm zerstöre. Ich finde nämlich kein freies... Was zum Geier? Ich finde nämlich... Noch auf der Suche nach mir. Da ist gar keiner auf der Suche nach dir. Ich finde nur kein freies Schussfeld auf den... So, ist der schon mal hinüber. Ein Feind weniger, um den wir uns kümmern müssen. Ja. Aber es sind jetzt auch nur Metallscherben, ne? Also ich meine, klar, Metallscherben sind aktuell gerade mein Mangel. Aber jetzt nicht unbedingt... Schlimm. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Muss ich nur gucken, dass ich das schlau mache. Hier ist nämlich noch ein Panzerwanderer. Aber der ist schon im Eimer. Endlich an. Hier sind eine Menge. Was? Nein. Da
Ja, ist doch nix. Na kommt. Was ist denn los? Na, sucht ihr mich? Du siehst mich nicht, aber ich sehe dich. So. Ein kleiner Bandit macht ihm nichts als Ärger. Da schieß ich ihm in den Kopf. Da war er um ihn ärmer. Da steht der kleine Bandit und er will gleich Stress. Während ich den Alarm zerstöre und ich ihn auffress. Komm, kleiner Bandit, in meine Schussbahn. Dann schieß ich dir ins Gesicht und danach in dein Arm. Yay! Ich weiß nicht, was die Kopfhörer machen. Die versuchen die ganze Zeit irgendwas hin und her zu machen. Mal so, mal so, mal so. Das ist ja schlimm mit denen. Jetzt muss ich aber noch den Alarm zerstören. Was für eine Erleichterung. Wo ist der Alarm, den ich zerstören sollte? Da. So. Einfach mitgenommen, was geht. So, wunderbar. Machen wir da doch auch noch mal ein paar Red to go. Mir fehlen Metallscherben. Welch Wunder. So, voll ist voll, ne? Guck mal, habe ich hier noch irgendwas liegen lassen? Nee, ne? Alte Trümmer. Die nehme ich mal mit. Da gibt es meistens Stuff, den ich gut verkaufen kann. Genau. So, wo ist das nächste Banditenlager? Das macht ja schon Spaß so ein bisschen. Ich finde es so schade, dass man nicht hier hochklettern kann. Das wär's jetzt. Einfach mal da hoch. Und wenn da nur ein Bündel Pfeile ist oder so. Das wäre mir scheißegal. Ich würd's feiern. Einfach so riesen Scheiße hoch. Und dann auf so einen Vogel springen. Oder so. Das wär mal was. Die sind nur alarmiert. Hast du das gesehen? Eindringlinge, schlag an, du!
mähen wir sie nieder. Warum kann ich den nicht treffen? Überraschungsmoment nutzen. Schön unauffällig. Ich will zwar nichts sagen, aber das lief sehr schlecht gerade. Irgendwie bin ich mit dem Sound auch nicht zufrieden. Sag mal, da habe ich schon einen Scharfschussbogen und bin zu blöd zu treffen. Das ist gerade ein sehr trauriges Beispiel, was ich hier als schleichender Meuchelmörder so von mir gebe. Ja, wir sind eigentlich ready to go. Für die Urmutter. Ach. Bist erstmal ausgeschaltet, weil du im Wasser bist. Komm schon. Urmutter sei Dank, es ist vorbei. Bist du dir da sicher? Das sieht für mich noch nicht so aus. Okay, den Boys geht's mehr oder weniger gut. Es war jetzt nicht gerade eine saubere Leistung. Es hätte subtiler gehen können. Leute. Jetzt will ich nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Vorratskisten oder so. Gibt aber noch ein paar Kulissen, die ich... So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich arbeite aktuell doch sowieso kaum mit Fallen. Warum mache ich es nicht einfach so, dass ich die ganzen scheiß Fallen mal verkaufe? Ja. Diese Trommeln im Hintergrund sind zwar ganz nett, aber wenn die einfach zu laut werden und einfach nichts passiert, dann verlieren die einfach an Wirkung. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Irgendwas ist mit dem Audio komisch. Gut, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht, aber warum kann ich denn so wenig... Es schüttet wie aus Eimern. Ja, ich weiß, Aloy, aber da kann ich auch nichts für.
Die anderen müssen ja auch hier rumlaufen. Also von daher, Mama, entspannen wir uns mal, Mädchen, okay? Kein Platz mehr. Ah, da. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht. Solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Mhm. Ja, Val. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Super. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Gut. Da folgen wir dem Wal mal. Na, Reinholz habe ich jetzt doch genug. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Wal. Du wirst es gleich sehen. Meine Hand. Nimm du den da rechts. Seht zu mir, Brüder! Von mir. Nein, ist doch nicht. So, das lief doch super. Ja, ich würde sagen, das ist eine üble... Das ist übel. Kann ich nicht hier hoch? Nee, ne? Na, oh, kaum machst du mal das Fenster auf, um ein bisschen Luft reinzulassen und dann geht's ständig los. Es ist ja heute echt schlimm, hey. Alles in einer Aufnahme. Was ist denn los? Geht die Welt unter oder was? Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran.
Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Gut. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Das kriegen wir hin, Aloy-Mädchen. Vertrau mir. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ja. Die Frage ist nur... Da ist wohl jemand aufgewacht. Gesehen haben sie mich jetzt nicht, ne? Hoffentlich ist das niemand von uns. Nur gucken, dass ich hier so ganz entspannt vorbeikomme. Na gut, die Menschen sind ja nicht doof, ne? Wenn da einer von denen zerstört wird... Dann wird das die anderen schon interessieren. Ich muss nur ganz genau gucken. Welchen von denen ich jetzt wirklich killen muss. Oh. Das sollte zwar so nicht passieren, aber... Kann sich auch nicht wirklich viel verstecken, ne? Ich wurde entdeckt. Nein? Ich muss schnell zu der Lohe. Wie hat der mich denn entdeckt? Ich muss die Lohe entzünden, und zwar schnell. Keine Ahnung. Ja, okay. Okay. Na schön. Ah!
gut. Gerade mit dem Bogen jemanden umgenöppelt. Super. Lieg jetzt. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Okay. Okay. Gut, detaillierte Maschinen. Ja, wunderbar. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Gut. Gab einen Fertigkeitspunkt. Ich hätte es eigentlich besser machen können. Aber ich bin froh, wie es gelaufen ist. War lustig. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Nicht wirklich. Ich sollte mal daran denken, mal ein paar Sachen einfach... Ja. Vielleicht mal auszutauschen. Oder einfach mal ein bisschen was verkaufen. Dass ich nicht immer alles voll habe. So, was ist denn die Quest? Fertigkeiten. Geilo, 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 Milo. Machen wir das mal. Brauche ich nicht. Starker Schlag. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. So, das ist doch schon mal gut gelaufen. Hier gibt es noch, wie gesagt, viel zu entdecken, aber das werde ich jetzt mal getrost leicht skippen. Aus eben genannten Gründen. Ich muss eigentlich nochmal zu dem Behälter gucken, ob ich mittlerweile wirklich schon so ein Dingsbums habe. Ich habe nämlich jetzt nicht drauf geachtet, ob ich so ein Brüllrückenherz hab oder so. Ich glaube, Herz war das, ne? Ja, Herz müsste das gewesen sein. Das hilft bestimmt weiter. Nö. Ach Mann, wie lange sind wir? 30 Minuten. Es klingt jetzt doof, aber ich glaube nicht, dass ich hier hinten was finden werde. Ich will aber nochmal gucken, ob ich da vielleicht doch noch was machen kann. Ich werde es abgrasen, bis ich mir was Neues holen kann. Beziehungsweise ab und zu mal, wie ich kann und dann dementsprechend nochmal...
Ich habe hier ganz viele Wildtiere gekillt. Das hat ordentlich Auerbohauer gemacht. Die dürft mich eigentlich kaum sehen. Die Sonne geht unter. Das ist doch schön. Dürfte mich nicht sehen. Wie hat er mich jetzt gesehen? Oh, komm schon. Yes. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich jetzt alles mitgenommen habe, warum ich hier 5000 Wildtierkills habe. Kann ich schnell reisen? Ja, super. Gut, endlich haben wir das bekommen, was wir wollten. Mehr wollte ich doch gar nicht. Meine Güte. Aber wir sind jetzt dafür, dass ich eigentlich mal offscreen ein bisschen abgrasen und farmen wollte. Sind wir doch sehr gut vorangekommen. Manches ist bei uns nicht rein. Gefällt dir was davon? Natürlich. Ja, ja. Donnerkiefer. Alles nur einmal, ne? Perfekt. Weißt du was, ich verkaufe ich jetzt einfach mal alle.
Wird interessant. Gefällt dir was davon? Gefällt. So. Wenn ich das trage, kann das weg. Das kann weg. Keine Ahnung. So. Der Kaja Machtbogen kann eigentlich auch weg. Gefällt dir? Dann habe ich nämlich für... Ich würde nämlich gerne... Verkaufe ich einmal, komm. So. Super. Wunderbar. Ich glaube, dann bin ich... Also an sich bin ich dann auch... Oh, ja. Schleuder. Okay. Ist aber auch egal. Ich bin nämlich dann, glaube ich, soweit auch fertig. Verderbnisschutz. Warum eigentlich nicht Eisschutz, ne? Überlebende, das ist natürlich so ein Ding für alles, ne? Nö, passt. Passt, ich bin zufrieden. Ich war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Lief gut. So, wir sind jetzt auch schon bei 40 Minuten. Das bedeutet, ich mache mich mal so langsam auf dem Weg hierhin. Machen wir mal ein bisschen freien Platz. Aber ich hatte mir das nicht gehört. Und dann würde ich sagen, ich glaube, das schickt auch für heute. Guck mal, wir haben jetzt 17 Uhr, Sonntag, es ist scheiß warm. Vielleicht gehe ich noch mal raus und irgendwo noch einen Eisbecher. Ich weiß nicht, ob die den Eisdeal noch offen haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nee, komm, passt. Schickt für heute, Leute. So, ich habe meine Schuldigkeit getan. So, macht's gut, Leute. War cool. Like, Kommentar. Wäre ganz nett. Also beziehungsweise mehr Kommentar, Likes sind mir relativ wumpe. Also macht's gut, Leute. Ne? Tschüss.